Entschuldigung, ich muss mal durch. Essen ist hier nicht erlaubt. Das ist kein Essen, das ist ein kontaminierter Körper. Erlaube den Kitteke zu ihm. Stopp, sie ist sehr giftig. Gut, dass ich eine Maske habe. Jetzt bin ich sicher genug, um sie zu enthüllen. Aha, das sind alles nur Snacks, kein Essen. Und jetzt geh. Mission gescheitert. Du hast gewonnen. Kann ich jetzt gehen? Da du ja nichts mehr zu essen hast, natürlich. Ich habe versagt. Es gibt kein Essen. Ich suche den Raum nach einer Lösung ab. Mais entdeckt. Ich habe eine Idee. Mit meinen Laserstrahlen kann ich diesen Mais in eine Popcorn-Dusche verwandeln. Wahnsinn! Das ist einfach fantastisch! Knusprig! Ich bin ein Besucher. Essen ist nicht erlaubt. Ich muss dich erst scannen. Aber ich bin schwanger. Dieses Gerät ist schlecht für mein Baby. Mach dir keine Sorgen. Wir haben ein babysicheres Röntgengerät. Oh Mist. Ich sehe keine Babys. Ist das eine Tüte M&Ms? Haha, gib sie her. Na gut. Du kannst mir nichts vormachen. Was ist mit der Barbie-Puppe? Ist das dein Ernst? Hier. Gut, jetzt kannst du gehen. Ich brauche einen neuen Plan. Lippenstift? Was hat Barbie vor zu tun? Als erstes nimmst du den Lippenstift mit einer Gabel raus. Bereite jetzt eine Schüssel mit Schokoladenstückchen vor. Süß. Ich werde die Schokoladenstückchen erhitzen, bis sie schmelzen. So, es ist gut. Nimm einen Löffel voll und fülle die Lippenstifthülse auf. Ich habe die perfekte Schokoladenverkleidung erschaffen. Es ist schon eine Weile her, dass ich Schokolade gegessen habe. Sieh mich nicht an. Oh ja, das ist gut. Oh Mist, was ist denn im Portemonnaie? Nur mein Make-up. Das entscheide ich selbst. Erklär das hier. Das ist nur ein Lippenstift. Hier, ich zeige es dir. Siehst du? Willst du mal probieren? Nein. Ich glaub dir. Los. Ich hab dir Schokolade mitgebracht. Tada! Aber das ist Lippenstift. Bist du sicher, dass das Essen ist? Nimm ein bisschen. Okay, dann. Das ist keine Gesichtscreme, sondern ein Schokoladendip. Clever, was? Wow, lass mich mal probieren. Es ist Schokolade. Ich liebe es. Du bist die beste, Barbie. Es riecht nach frischen Blumen. Autsch, du hast mich erschreckt, Wednesday. Essen ist nicht erlaubt. Ich habe kein Essen. Dann lass mich dich scannen. Was war das jetzt? Es hat gepiept. Wednesdays Kleidung ist aus Oreos. Das nenne ich mal Tarnung. Versuchen wir es nochmal. Langsam. Es ist wieder passiert. Mein Scanner muss kaputt sein. Ah, komm schon. Ich habe eine Idee. Wo ist sie denn hin? Ach so, ich gehe lieber weiter, meine Blümchen. Was wird Wednesday jetzt tun? Ich stelle die Oreos zuerst ab und bereite einen Topf vor. Los geht's mit dem Zerkleinern. Haha. Ich fülle den Topf mit zerkleinerten Oreos. Ein paar Gummiwürmer obendrauf. Ich muss das so realistisch wie möglich machen. Vergiss die Blumen nicht. Mein Blumentopf-Imitat ist bereit für den Einsatz. Oh mein Gott, noch eine hübsche Blume? Wir sind Zwillinge? Meine riecht gut. Darf ich auch an deiner riechen? Sie wird die Oreos riechen. Eiskaltes Händchen, tu etwas. Schau ja! Bye-bye, der beste Trick überhaupt. Ich hab dir einen Snack mitgebracht. Das esse ich nicht. Mach es nicht schlecht, bevor du es probiert hast. Na gut. Sind das Oreos? Ich liebe sie.
was ist das? Ist er den Wurm aus dem Topf? Ekelhaft! Tschüss! Ich kann nicht glauben, dass sie darauf reingefallen ist. Interessant. Vielleicht kann ich ja auch aus meinem Blumentopf essen. Probieren kann ja nicht schaden. Das ist so gar nicht lecker. Nicht so schnell. Essen ist nicht erlaubt. Ich habe kein Essen. Ich will es selbst sehen. Es riecht nach Fisch. Was ist in deinem Haar? Nichts. Aha. Nennt ihr das eine Tornadoschleuder? Was ist gerade passiert? Hubba Bubba, kein Essen, schon vergessen. Konfessierte Lebensmittel müssen in den Safe. Oh je, was soll ich tun? Sie tippt den Code ein. Gut, dass ich ein scharfes Auge habe. Was machst du denn noch hier? Was ist das um deinen Hals? Ein Stethoskop, damit kann ich deinen Herzschlag abhören. Hier ist etwas faul. Es scheint, dass Mama Longlegs die Krankenschwester ablenkt. Ihr langer Arm ist irgendwo unterwegs. Er steuert direkt auf den beschlagnahmten Lebensmitteltresor zu. Passcode eingeben. Das war einfach. Hubba Bubba gesichert. Nächster Halt, Dylan's Zimmer. Ankommende Lieferung. Ist das Hubba Bubba? Oh, was machst du denn da? Oh, oh, mein Arm kommt schnell zurück. Ups. Ich glaube, es heißt Abschied nehmen. Oh, warte eine Sekunde. Der Safe ist offen. Im Krankenhaus ist kein Essen erlaubt. Ein aufgeblähter Spider-Man? Stopp. Lass mich dich erst scannen. Mal sehen. Aha. Was ist das denn für ein Bauchgefühl? Zieh deinen Anzug aus. Das kann ich nicht machen. Ah, na gut. Wir müssen sehen, was in diesem Bauch ist. Hey, er hat wirklich seinen ganzen Anzug ausgezogen. Haha, ich wusste es. Das ist nicht lustig. Das Spiel ist aus. Gib das her. Im Krankenhaus ist kein Essen erlaubt. Geh jetzt. Los, los. Und nimm deinen Anzug wieder mit. Wie schmuggle ich die Marshmallows rein? Ich weiß was. Marshmallows kann man mit einem ferngesteuerten Auto schmuggeln. Los geht's mit der Show. Aber die Krankenschwester hat ein scharfes Auge. Ich hab's. Sie kann nicht an mein Spinnennetz vorbeischauen. Nimm das. Was ist das denn? Ein Spinnennetz? Wo kommt das denn her? Oh je, ich fange besser an abzustauben. Das ist ja eine Sauerei hier drin. Das ist meine Chance. Los, los, los! Ich muss am großen Boss vorbeikommen. So nah dran. Ja! Hä? Was ist das für ein Geräusch? Was auch immer. Was ist das denn? Marshmallows? Mein Lieblingsessen. Danke, Spidey. Entschuldigung, hier ist kein Essen erlaubt. Das ist kein Essen, das ist mein Baby. Oh, wirklich? Darf ich Hallo sagen? Das ist doch keine Babykotze, oder? Ups. Gib her eine Coca-Cola-Flasche. Kein Essen und Trinken. Keine Getränke? Okay, ich bin gleich wieder da. Immer diese Regelverstöße, so nervig. Ich bin wieder da. Halt, Essen ist nicht erlaubt. Ich hab nichts zu essen, nur meinen Zierfisch. Die Murmeln sehen aber hübsch aus. Na gut, du kannst los. Okay, danke. Dylan, schau mal, was ich für dich habe. Fabius und Sebastian? Noch besser, ich muss nur etwas basteln. Sammle einen Haufen Strohhalme und verbinde sie alle miteinander. Jetzt haben wir einen einzigen langen Strohhalm. Nimm einen Schluck. Was ist das denn? Das Wasser ist eigentlich Sprite. Aber ich habe noch ein anderes Geheimnis. Diese Murmeln? Das sind Skittles. Das gibt's doch nicht. Mmh, die Süße. Oh, ich hasse den Sommer. Wie heiß ist es heute? 40 Grad?
Ich verbrenne. Oh nein, ich kann kein Getränk mit reinbringen. Lass mich etwas probieren. Die Kälte hat mir doch nie etwas ausgemacht. Meine Brille ist eingefroren. Ich kann nichts sehen. Es hat geklappt. Jetzt kann ich das endlich reinschmuggeln. Es ist so heiß hier drin. Ich brauche mehr Wasser. Oh, du armes Ding. Coca-Cola? Ich habe eine Idee. Coca-Cola und ein paar Eiscremeformen. Ich werde Coca-Cola in jede Form gießen. Eine ist fertig. Drei sind noch übrig. Wenn sie alle voll sind, machst du den Deckel wieder drauf. Noch ein bisschen Zauberei. Das Coca-Cola-Eis ist fertig. Eiscreme, das habe ich gebraucht. Ich habe auch ein Eis verdient. Der perfekte Genuss an einem heißen Sommertag. Du bist nicht so raffiniert, wie du denkst, Mario. Warum bewege ich mich nicht da? Kein Essen. No food. Bye-bye. Aua, ein Problem nach dem anderen. Wir haben Probleme mit der Wasserleitung. Oh, das Krankenhaus wird überflutet. Wasser, Hilfe. Hilft mir doch jemand. Das klingt ja nach einem Job für mich. Ich gebe mir meine Beste. Nur noch ein kleines Stückchen. Es ist repariert. Alles erledigt. Oh Gott sei Dank. Mein Held. My hero. The water's going away. Ich denke, ich kann jetzt losgehen. Das ist ja meine Chance. Hast du nur einen Weinzeugkasten mitgebracht? Mach dir keine Sorgen, das gute Zeug liegt direkt darunter. Schokoladenwerkzeug. Möchtest du ein paar leckere Zangen? Das sieht seltsam aus. Ist es sicher? Take a bite. Nimm ein bisschen. Eat's es ist Schokolade. Ich denke schon. Nom. Wow, das ist so lecker. Ich hab die Snacks in meinem Mundmann versteckt. Es ist der Joker. Er hat auch Snacks in seinem Mantel. Er ist mir zuvor gekommen. Ich kann das immer noch gewinnen. Er hat etwas im Ärmel. Ups, du hast etwas fallen lassen. Pass auf, wo du hingehst, Fledermaus. Halt, wem gehören die Süßigkeiten? Dir oder dir? Erwischt, dein Mantel ist voll mit Snacks. Auf Wiedersehen. Ich komme mit Geschenken. Wow, so viele Snacks. Das hier möchte ich zuerst probieren. Der Film, der heute läuft, ist ein Blockbuster. Die Schlange ist so lang. Ich habe Glück, dass ich den Barama habe. Verzeihung, ich bin auf der Durchreise. Mein Ticket ist hier. Wie kommst du hierher? Naja, du musst diese Snacks wegwerfen. Die sind hier nicht erlaubt. Ich werfe sie nicht weg. Dann kannst du nicht rein. War schön, zufrieden? Genieß den Film. Was auch immer. Oh. Wie soll ich den Film ohne Snacks genießen? Ich weiß. Was hat Mama Longlegs vor? Wahnsinn, mit ihren dehnbaren Armen kommt sie wirklich überall hin. Sogar bis zum Mülleimer, in dem ihre Snacks sind. Ich hoffe, die Snacks sind noch da. Jackpot! Ich hab sie. Oh, was macht das lange Seil hier? Oh, du clever Longleg, Mama. Was? Komm her. Nein, hör auf zu ziehen. Ah! Hab ich dich. Wenn du diese Arme wie ein Seil benutzen willst, dann werde ich dich damit einfangen. Du bist so unhöflich. Was soll ich denn machen? Meine Hand. Oh, ich weiß. Was hat Mama Longlegs vor? Verzeihung, hier ist mein Ticket. Ups, verdammt. Lass mich mal nachsehen, was in deinem cleveren Arm los ist. Sie ist ganz brav, siehst du? Na schön, geh rein. Danke. Ich kann nicht glauben, dass ich mit meinem falschen Namen getäuscht habe. Meine echten Namen sind genau hier. Willst du wissen, was ich mit meinen falschen Händen gemacht habe? Ich habe sie einfach mit meinen Lieblingssüßigkeiten gefüllt. Die sind so lecker. Willst du welche? Yum, yum. Upsi.
das ist die Squid Game Puppe. Bist du hier, um den Film zu sehen? Ja. Was befindet sich in dem Container? Meine selbstgemachten Honigfarbenkekse. Kekse? Oh nein, nein, nein. Snacks sind im Kino nicht erlaubt. Wie kannst du es wagen, mir meine Kekse zu verweigern? Dafür wird er bezahlen. Ha? Detektiv Pikachu. Ich hab eine Idee. Schauen wir mal, was die Squid Game Puppe vorhat. Ist das ein Keksteig auf ihrer Lupe? Ich schätze, dass wir etwas Interessantes im Aushecken. Natürlich dürfen wir auch die Squid Game Form nicht vergessen. Detective Squid Game Puppe ist da. So kalt. Ich tue nur so, als würde ich nach Hinweisen suchen. Entschuldige mich. Hallo du, ich muss dich erst scannen. Klappe. Siehst du nicht, dass ich auf der Suche nach einem Verbrechen bin? Aber sicher, Detektiv, du kannst rein. Ich werde hier Wache halten. Nun, eine großartige Eigenschaft eines Detektivs ist das Lösen von Problemen. Und die Puppe hat ihr Snack-Problem erfolgreich gelöst. Und niemand würde einen Keks in der Lupe vermuten. Du hast dir deinen Keks für deine gute Arbeit verdient. Hier ist meine Eintrittskarte für den Film. Okay, stopp, stopp. Snacks sind nicht erlaubt. Du kannst deine Oreos nicht mitnehmen. Oh, eine wütende Megan ist nicht gut. Eine tanzende Megan ist noch schlimmer. Pass lieber auf. Gib mir die hässliche Brille. Zwing mich nicht, dir weh zu tun. Ich werde dich mit Wasser bespritzen, wenn du dich nicht zurückhältst. Ich mach keine Witze. Warte, eine Brille? Sieht aus, als hätte Megan etwas vor. Oreos und Brillen, was? Sie ist weg. Ich habe sie definitiv verscheucht. Sind das Oreos auf einer Sonnenbrille? Das ist ja mein stylischer Trick. Lass mich dich zuerst nach Snacks durchsuchen. Du brauchst diesen blöden Scanner nicht. Warum funktioniert er nicht? Na gut, geh rein. Viel Spaß mit dem Film. Mission erfolgreich. Wer trägt in einem Kino eine Sonnenbrille? Gut, dass die Wache nicht nachgefragt hat. Solange Megan ihre Oreos bekommen hat, ist es ein perfekter Trick. Oh wow, sie hat sogar Oreo-Ohrringe. Was für eine Fashion-Statement. Nam, nam. Auch Superhelden müssen manchmal Regeln brechen. Spider-Man? Sind das Skittles? Oh-oh, Spidey steckt in Schwierigkeiten. Du dumme Spinne! Wie viele Snacks hast du in deinem Anzug versteckt? Hol sie alle raus! Ich glaube, Spidey hat sich gerade in eine Süßigkeiten-Pinata verwandelt. Hör auf, mich zu schlagen! Oh Mann, ich dachte, ich hätte es. Gut, dann schaue ich mir den Film eben ohne Snacks an. Dummes Insekt. Ich glaube nicht, dass Superhelden so leicht aufgeben. Es muss einen anderen Weg geben. Meine Netze! Meine Netze können Snacks holen. Ja, ich hab's. Hat sich etwas bewegt? Ich kann nicht glauben, dass es funktioniert hat. Ich könnte auch einen Drink gebrauchen. Na gut. Ich hoffe, ich hole diesmal Süßigkeiten. Oh, der nächste wird riesig sein. Habe ich den ganzen Automaten ausgeräumt? Na los. Zieh! Zieh! Ja. Entsprechend ist es kein Automat. Hallo. Du nerviger Bug. Es tut mir leid, es tut mir leid. Verschwinde von ihr, Spinne! Das ist mein modisches Statement. Willy Wonka ist auch hier, um sich den Film anzusehen. Entschuldigung, Sir. Ich bin hier, um den Film zu sehen. Du kannst überall nachsehen. Diesmal habe ich keine Süßigkeiten dabei. Was mit deinen neuen Hausschuhen? Bist du sicher, dass du in die Nähe meines Fußes gehen willst? Tu dir keinen Zwang an. Lass mal sehen. Igitt, was ist das für ein fauliger Geruch? Geh einfach rein, bevor du meine Nase ruinierst. Ich beeile mich besser. Ich werde nicht so spät zum Film kommen. Jetzt zu meinen Jellybeans. Sie sind sicher verstaut. Sie schmecken wunderbar. Wednesday ist da. Geht es nur mir so oder sieht das eiskalte Händchen ein bisschen braun gebrannt aus? Diese Hand, die ist so unheimlich. Geh einfach rein. Danke. Ist es nicht das echte eiskalte Händchen? Da muss die Hand auf Wednesdays Schulter etwas anderes sein. Was könnte dieses falsche Ding sein? Komm her. Ich hoffe, es sieht niemand zu. Ist du etwa eine Hand? Hä? Igitt!
Das ist doch nur Kuchen, ihr Dummköpfe. Hier ist das echte eiskalte Händchen. Als Barbie-Puppe kann sie alles sein. Sogar ein Regelbrecher. Drin sind keine Snacks erlaubt. Was? Bist du sicher, dass du keine Ausnahme machen kannst? Nur für mich? Bitte? Nun, ich denke, ich kann. Nicht! Gib das her! Du nimmst keine Snacks mit rein! Lass einfach los! Mein Nagel! Oh mein Gott, du hast meinen Nagel abgebrochen! Das ist auch deine Schuld! Weißt du, wie lange es gedauert hat, sie zu machen? Was wird Barbie jetzt tun? Nutella und dein abgebrochener Nagel? Sie hat etwas vor. Ich werde das Bonbon zuerst auspacken und es dann platt drücken. Ich wickle das Bonbon um meinen Finger und forme es wie ein Nagel. Perfekt! Sieh dir meine Bonbon-Nägel an. Ich bin wieder da. Hier ist mein Ticket. Du hast eine neue Frisur, ha? Huh? Na klar, Mode ist wichtig. Das ist sie wohl. Du kannst jetzt rein. Ich fühle mich immer noch schlecht wegen des letzten Mals. Oh, endlich! Hallo, du! Schön, dich kennenzulernen. Oh. Mama Mia, sie hat sich in den Fingernagel abgebissen. Möchtest du ein paar Snacks? Nein, ich will das nicht. Ich will nur den Film sehen. Messy Buns sind mehr als nur stylisch. Sie können auch Nutella-Gläser verstecken. Barbie ist wirklich eine Expertin für Modetrends. Ich tauche einfach meinen Finger ein. Mmh, so lecker. Mal sehen, wie Mario seine Snacks in das Theater schmuggeln wird. Hallo, ich bin hier, um etwas im Theater zu reparieren. Kein Problem. Lass mich dich zuerst das Snack scannen. Oh nein, da. Oh, warum piept es bei deinem Schraubenschlüssel? Gib mir das. Es hört sich weich an. Und kaubar. Es ist Schokolade. Glaubst du, du kannst mich reinlegen? Gib mir den Werkzeugkasten. Ich wette, du hast hier Snacks versteckt. Aha! Mama Mia! Dieser Hammer ist auch aus Schokolade, nicht wahr? Das ist ein echter Hammer. So verlierst du schnell all deine Zähne. Raus mit dir! Im Kino sind keine Snacks erlaubt. Was soll ich machen? Ein Rohr? Zeit zum Teleportieren! Oh-oh, das Rohr muss zu Sonics Badezimmer führen. Ups, das falsches Rohr! Habt ihr Verwissling! Tut mir leid, das wollte ich nicht! Was ist das für ein Geräusch? Wow, kostenloses Netz! Endlich habe ich das richtige Rohr entdeckt! Ein paar Snacks mit mir teilen? Klar, ich habe genug da, wo das herkommt. Ich genieße eine Pizza. Der Film wird immer spannender. Oh Mann, schon wieder eine lange Schlange. Als jemand, der superschnell ist, könnte Sonic der Igel dabei sehr ungeduldig werden. Gut, dass er die Kraft der Schnelligkeit hat, oder? Mit seiner Supergeschwindigkeit hat er die Zeit und alle anderen eingefroren. Er hat alle Zeit der Welt, um dumme Streiche zu spielen. Mama Long, ich brauche eine Selbstumarmung. Oh, Popcorn. Lecker, das nehme ich nicht, danke. Diese Wache braucht keine Hose. Und schon ist Sonic der Erste, der das Theater betritt. Jetzt kann er die Zeit auftauen. Warum habe ich ein Schnurrbart? Hilfe, ich bin ganz verheddert. Wo ist mein Popcorn? Warum ist meine Hose unten? Oh-oh, da war eine Überwachungskamera. Dr. Eggman hat alles gesehen, was außerhalb des Theaters passiert ist. Unglaublich. Lass mich das zurückspulen. Sonic der Igel, das wirst du mir büßen. Ich werde den Zeitstein benutzen. Ich komm dich holen. Oh nein, was wird Dr. Eggman tun? Du willst mit der Zeit spielen. Ich gebe dir eine Kostprobe davon. Es hat geklappt. Jetzt darf ich auch mit dir spielen. Mit dem Rückspulknopf gehst du wieder dahin, wo du hergekommen bist. Dann müssen wir die Aufnahme wohl an den Anfang zurückspulen. Oh, was passiert hier? Ich kann mich nicht kontrollieren. Raus mit dir. Diese mächtige Fernbedienung wird dich nützlich sein.
Wozu brauche ich eine Fernbedienung? Naja. Der Wachmann bereitet den Kinosaal vor. Hier kommt der erste Zuschauer. Ist es ein Jack in the Box? Viel Spaß mit dem Film. Diese Kiste sieht verdächtig aus. Da ist jemand drin. Hä? Wo kommt diese Kiste her? Was ist das? Da ist ein Griff. Sind das Monsterhände? Das ist Boxy Boo. Bitte tu mir nicht weh. Hä? Sind das Snacks in deinen Händen? Nicht unter meiner Aufsicht. Im Kino ist kein Essen erlaubt. Geh einfach. Ach, armer Boxy Boo. Was konnte er tun? Er sieht einen Elektriker, der einen Computer repariert. Es scheint, als hätte Boxy Boo gerade eine Idee gehabt. Eine leere Cola-Dose und ein paar Drähte. Wozu braucht er die? Er braucht auch eine Plastiktüte, in der er sein Coca-Cola-Getränk schütten kann. Er wird den Draht als Strohhalm benutzen und ihn in seinem kastenförmigen Körper verstecken. Du bist wieder da. So schade, dass ich dich noch nach Snacks scannen muss. Er hat etwas entdeckt. Oh, was sind das für Drähte? Ja, natürlich. Du kannst jetzt rein. Das war knapp. Boxy Boo hat es gerade noch rechtzeitig zum Film geschafft. Und was noch besser ist, er hat seinen Vorrat an Coca-Cola direkt unterm Arm. Besser kann das Leben gar nicht sein. Ich dachte, auf dem Kopf zu stehen ist Spider-Mans Ding. Aber wer hätte gedacht, dass ein kleines Pikachu so viel Essen tragen kann? Pikachu! Geh einfach! Nicht einmal das bezaubernde Pikachu kommt damit durch, die Regeln zu brechen. Seh nur zu, wache Pikachu hat was vor. Mais? Was hat Pikachu denn vor? Habe ich etwas verpasst? Bleib sofort stehen, ich muss dich erst scannen. Hä? Deine Ohren scheinen ein bisschen fülliger zu sein als sonst. Naja, du darfst gehen. Zum Glück ist Pikachu gelb, sodass der Mais mit seinen Ohren verschmelzen kann. Weißt du, was besser ist als Mais? Popcorn! Mit einem kleinen Blitztrick verwandelt sich ihr Mais in einen leckeren Snack. Ups, vielleicht hätte Pikachu das draußen machen sollen. Wenigstens haben sie sich nicht in Popcorn verwandelt. Keine Pokémon im Krankenhaus. Mozi, komm raus! Pokémon dürfen nicht ins Haus. Was machen wir jetzt? Denk nach. Wow! Pass auf, wo du hingehst, Großer. Wer war das? Das ist gut, okay. Warte, da ist ein Besucher. Du bist ziemlich gruselig. Und riesig. Hast du irgendwelche Pokémon dabei? In der Tat, das habe ich. Zeig's dir. Macho! Ah! Okay, okay, geh einfach. Bitte tu mir nicht weh. Gutes Gespräch, Mann. Oh. Ja, gutes Gespräch. Sieht so aus, als hätten Ash und Mauzi gerade eine Idee gehabt. Sie müssen genau wie der Besucher furchterregend sein. Hey, Mann. Bleib stehen. Pokémon sind hier nicht erlaubt. Was willst du gegen tun, huh? Ich hab keine Angst vor dem Kätzchen. Muss ich Bebo überhaupt anrufen? Nein. Hier, Kätzchen, Kätzchen. Oh, ein Federspielzeug ist die größte Schwäche einer Katze. Nein, nein! Miau. Es sieht so flauschig aus. Was ist das? Noch besser. Katzen können keiner Schüssel Milch widerstehen. Leichtgläubige Katze, lass uns gehen. Unsere Mission ist wegen dir gescheitert. Du kannst mich nicht täuschen, Pokémon. Du hast hier keinen Zutritt. Der Admin sieht beschäftigt aus. Was hat Ash jetzt vor? Jetzt ist Pummeluff dran. Pummeluff? Lenk den Admin mit deinen Gesangskünsten ab. Mach es, solange er noch beschäftigt ist. Pummeluff. Pummeluff. Der Admin wirklich? Er hatte die ganze Zeit Kopfhörer auf. Deshalb hat es nicht funktioniert. Mach weiter. Mach es noch unterhaltsamer. Unterhaltsam, sagst du? Mal sehen, ob der Admin Pummeluffs Klavierfähigkeit ignorieren kann. Pummeluff. Ich kann nicht glauben, dass er immer noch nicht funktioniert. Pummeluff wird langsam ärgerlich. Was sollen wir tun? Lass uns lauter machen.
Sing so laut du kannst und ich spiele die E-Gitarre. Oh, Pomelo. Ist das immer noch ein Konzert oder ein Erdbeben? Das hat die Aufmerksamkeit des Admins geweckt. Pokémon, Bibor, schmeißt diese lästigen Leute raus. Bibor! Oh, hinter dir. Das hast du ja von, wenn du dich mit mir anlegst. Man kann wohl sagen, dass dieses Krankenhaus sehr kleinlich ist, wenn es um Pokémon-Besucher geht. Verschwinde einfach von hier! Sieht aus, als wäre Dr. Ash im Haus. Und Pikachu ist ein Patient. Das ist eine clevere Verkleidung. Aber wird sie auch funktionieren? Halt! Mein Patient ist ein VIP. Ein VIP? Sie muss sofort auf die Station. Lass mich die Papiere sehen. VIP, sagst du? Das sieht in der Tat dringend aus. Aber im Krankenhaus sind keine Pokémon erlaubt. Mein Patient braucht einen Defibrillator und das ist alles, was du zu sagen hast. Pika, Pika! Okay, geh, aber warte mal. Oh-oh, Ash Schnurrbart fällt ab und der Admin findet es sehr verdächtig. Ich kenn dich. Ups, mein dummer Schnurrbart. Aha, du bist kein Arzt. Bibor, schnapp sie dir! Pikachu! Wir holen es ab! Bibor! Was hat Ash dieses Mal vor? Ein Blumenstrauß? Er hat Pummeluft darin versteckt. Mal sehen, ob dieser Trick funktioniert. Moment mal, kein Pokémon erlaubt. Ich hab kein Pokémon. Ich will nur meiner Schwester diese Blumen bringen. Ist das so? Kann ich an ihn riechen? Wenn du möchtest. Irgendwas riecht anders. Aha, ich hab dich erwischt. Wofür ist dieser Lautsprecher? Pummeluft, Pummeluft. Hör auf zu singen, jetzt komm raus, Pummeluft. Nein, 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 komm nicht raus, Pummeluft. Pummeluft lässt sich auf keinen Fall die Gelegenheit zum Singen entgehen. Hey, warum funktioniert das Mikrofon nicht? Ups, das Spiel ist aus. Ich hab dich. Oh, Mist. Hau ab hier, dummes Pokémon. Es ist Zeit für einen Pokémon-Kampf. Auf der linken Seite der Kampfarena steht Ash. Auf der rechten Seite steht der Admin. Pokémon, ich wähle dich. Glumanda, Klo. Gut gemacht. Weiter so, Mann. Pokémon, auf die Bühne. Ist das ein kleiner Pokéball? Willst du uns mit diesem kleinen Ding schlagen? Das wirst du schon sehen. Meine Biene ist klein, aber furchterregend. Die Biene scheint nur herumzufliegen. Was wird sie tun? Uns stechen? Oh-oh, die Biene wird immer größer. Bibor! Bibor wird mehr tun als nur stechen. Sie wird euch durchbohren, Jungs. Bibor! Lasst uns diese Biene zerquetschen, hä? Warum versteckst du dich? Kämpf gegen sie! Mach schon, benutze deine Flammen! Beeil dich! Hä? Keine Sorge, Glumanda hat immer noch eine Flamme an ihrem Schwanz. Oder auch nicht. Der Admin hat all ihre Flammen gelöscht. Ganz einfach. Lass uns mit der Mission beginnen. Okay, hier ist die Karte des Krankenhauses. Download abgeschlossen. Bist du bereit, Dickdor? Setz die Kopfhörer auf, damit du meine Anweisung hören kannst. Soundcheck. Dickdor, Dickdor. Super, bleib in Bereitschaft. Fang an zu graben. Hä? Sieht aus, als würde jemand unter dem Boden graben. Wo geht es hin? Es läuft in Richtung des Patientenzimmers, wo keine Pokémon erlaubt sind. Ich weiß, was du bist. Die arme Chelsea vermisst ihre Pokémon. Aber keine Sorge, hier kommt Dickdor. Dickdor, bist du da? Hä? Maulwurfgift? Oh je, Dickdor ist in Gefahr. Oh Mist. Dickdor, bist du da? Kannst du mich hören? Dickdor! Eine Schaufel hat ihm wirklich eine böse Beule verpasst. Mission abbrechen. Hey, dieser Elektriker kommt mir bekannt vor.
Entschuldigung, ich bin hier, um meine Glühbirne zu reparieren. Toll, aber ich muss erst nachsehen, ob du irgendwelche Pokémon dabei hast. Was ist in deinem Werkzeugkasten? Stell ihn auf den Schreibtisch, damit ich ihn mir ansehen kann. Oh nein, was ist, wenn da ein Pokémon drin ist? Lass uns mal sehen. Oh nein. Oh, phew. Der Telefonanruf hat uns gerettet. Meine Güte, das war knapp. Tschüss. Ich bin in Eile. Okay, tschüss. Das ist die Glühbirne, die du reparieren musst. Kann das Ash wirklich tun? Ich bin gleich wieder da. Das sieht einfach aus. Vielleicht muss ich nur die erste Glühbirne herausschrauben. Er hat noch nie ein Werkzeug in der Hand gehabt. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Aha, Pikachu, hilf mir. Du hast Strom. Gib der Glühbirne einfach etwas davon. Pikachu! Oh, dieser Funke kann nichts Gutes bedeuten. Fischer, es ist deine Kraft zu benutzen. Du wirst unsere Tarnung auffliegen lassen. Was war das für ein Geräusch? Ich wusste es. Wir sind dem Untergang geweiht. Es ist Bibo. Chico? Oh je, sind das die Federn von Pikachu? Der Pokémon-Kampf da drin sieht wirklich heftig aus. Mach es einfach zu und verschwinde von hier. Das hörst du davon, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Kein Pokémon. Das Krankenhauszimmer ist schwer bewacht. Vielleicht können wir Pokémon-Überraschungsangriff durchführen. Pokémon, ich wähle dich. Pummelow. Los, schnapp sie dir, Pummelow. Bibor. Nun, Pummelow hat zu viel Angst vor Bibor. Was? Was soll ich jetzt tun? Oh, Glumanda ist definitiv mutiger. Komm schon, Glumanda. Brenn die Biene nieder. Los, los. Glumanda. Glu, glu, glu. Pikachu, bitte enttäusch mich nicht. Pikachu? Wer sonst könnte kämpfen? Ich habe keine Pokémon mehr. Wer ist dieser Junge? Wow, er hat einen ganzen Mantel voller Pokémon. Kann ich eins haben? Du musst bezahlen. Nur $1. Na dann, das ist das einzige Pokémon, das du bekommst. So schleimig. Aber das wird reichen. Bibor, mach dich bereit zu verlieren. Anton. Nicht Anton. Das war's. Sogar Anton hat Angst vor Bibor. Au, geh weg von mir. An mir kommst du nicht vorbei. Die ganzen Pokémon-Kämpfer haben Ash wirklich durstig gemacht. Was macht Anton im Wasser? Pokémon, ich wähle dich. Anton. Anton hat schreckliche Kopfschmerzen. Er braucht eindeutig mehr Bewegung und Trainer Ash ist hier, um zu helfen. Los, los, spring, spring, spring. Worauf wartest du noch? Beweg dich. Steh auf und beweg dich. Wie willst du deine Feinde besiegen, wenn du nur herumliegst? Jetzt in die Hocke. Steh aufrecht und hock dich wieder hin. Dreh dich weiter. Bleib nicht stehen. Ich glaube, du beanstrengst, Anton. Du kannst es hochheben. Es ist wie ein Stück Papier. Hast du jetzt Durst? Hier ist dein Wasser. Armes Anton. Ist das alles, was du drauf hast? Wow, jetzt haben wir hier einen Boxer. Autsch! Guter Schlag. Du bist bereit zu kämpfen. Anton ist wohl eher bereit, ins Bett zu gehen. Hey du, lass uns kämpfen. Anton hat jetzt Muskeln. Oh ja? Bibor, greif an! Bibor! Anton! Huh? Ist das eine Superkraft oder ein direkter Wasserhahn? Dein Pokémon ist zu schwach. Hol ihn dir! Das ganze Training hat sich wohl nicht ausgezahlt. Willkommen zum Yoga-Kurs für schwangere Mamas. Jetzt, meine Damen, ist es an der Zeit, die Hüften zu rollen. Die Puppe hat Mühe, die Bewegungen auszuführen. Warte mal kurz, warum lachen die Mädchen über mich? Nimm jetzt deine Ausfallschrittpose ein und atme tief ein. Die Puppe kann die Pose immer noch nicht einnehmen. Oh je, was hat dieses Mädchen vor? Da braut sich was zusammen. Arby's? Oh nein, pass auf! Wow. Verliere! Halt, du! Das hast du davon, wenn du dich mit einer Robotermama anlegst. Was hast du getan? Und du?
Es tut mir so leid, bitte tu mir nicht weh. Was ist passiert? Gar nichts. Ah. Jemand macht einen Ultraschall. Eiscreme und Spinnen? Was? Herr Doktor, ich bin fertig. Ha? Wer ist denn da? Es ist Hagiwagi. Sein Magen ist nur aufgebläht von dem ganzen Eis mit Spinnengeschmack. Keine Sorge, er kann es einfach wieder aufstoßen. Verschwinde von meinem Platz. Ich bin jetzt mit dem Ultraschall dran. Bereit? Wow, ein Mini-Hagiwagi. Das sind tolle Neuigkeiten. Warte mal, da ist noch einer. Juhu. Warte mal, noch einer? Drillinge, ja. Zu viele Windelwechsel. Wir kommen schon klar. Oh je, sie bekommen Fünflinge. Es scheint, dass die Puppe nicht einschlafen kann. Ihr schwangerer Bauch macht ihr wohl zu schaffen. Das ist so schwer. Hagi, wach auf. Ich kann nicht schlafen. Hilf mir. Hoffentlich hat Hagi ein paar Ideen, damit die Puppe einschläft. Ich hab eine Idee. Es sieht so aus, als ob er es der Puppe mit all den Kissen bequemer machen will. Und was jetzt? Sind das Räucherstäbchen? Oh, vielleicht schläft sie bei diesem Duft ein. Das wird nicht klappen. Ich hasse den Geruch. Wie wäre es mit schöner, beruhigender Harfenmusik? Es klappt immer noch nicht. Was kann Hagi sonst noch tun? Wenn alles andere versagt, hilft vielleicht ein bisschen Hypnose. Das nervt mich nur. Ups. Wenn es mit der guten alten Hypnose nicht klappt, hilft vielleicht eine gute Rückenmassage. Ach, schon in Ordnung. Warte mal, ist es ein Einschaltknopf? Das scheint eine gute Lösung zu sein. Einfach ausschalten und schon ist sie eingeschlafen. Sie ist schließlich immer noch ein Roboter. Die Puppe hat vor, die Wäsche zu waschen, aber es ist schwer, sich mit so einem großen, schwangeren Bauch zu bewegen. Das stellt ihre Beweglichkeit auf eine harte Probe. Oh nein, komm schon, ich geb auf. Ha. Sieht so aus, als ob Hilfe gekommen ist. Kannst du die Klamotten aufheben? Klar, ich helfe dir gerne. Pass nur auf mein Eis auf. Hagiwagi ist so ein guter Ehemann. Er ist immer bereit zu helfen. Das sind sowieso hauptsächlich Hagi-Sachen. Jetzt ist die Puppe an der Reihe, sich zu entspannen. Was machst du da? Heb einfach weiter die Klamotten auf. Kümmere dich nicht um mich. Haha. Oh nein, die Schlange vor der Toilette ist so lang. Kannst du mich bitte zuerst lassen? Ich bin schwanger und ich muss dringend pinkeln. Auf keinen Fall. Was jetzt? Die Puppe kann es nicht mehr halten. Gibt es eine Möglichkeit, als erstes zu gehen? Was ist denn hier los? Ich brauche die Toilette. Sie lassen mich nicht durch. Ist das so? Lass mich das machen. Monster! Oh, wie schön es ist, einen Monster-Ehemann zu haben. Danke, Hagi. Tschüss, Hagi. Hagi ist damit beschäftigt, Spiele auf dem Handy zu spielen. Oh, Hagi, das will ich haben. Guck mal, guck mal. Was? Es ist ein neuer Kinderwagen aus Gold. Die Puppe möchte ihn unbedingt für die Babys haben. Aber wir haben schon so viele Kinderwagen, siehst du? Schau mal, wir haben 1, 2, 3, 4 Kinderwagen. Und wir haben 5 Babys. Schau sie dir an. Sie winken uns zu, siehst du? Du hast recht, wir brauchen noch einen Kinderwagen. Überlass das mir. Was hat Hagi vor? Er will den Host verscheuchen. Leute zu erschrecken ist schließlich seine Spezialität. Wenigstens hat er den Kinderwagen. Ich bin wieder da. Hier ist der goldene Kinderwagen, den du wolltest. Wow, ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann, Papa Hagi. Unser 5. Baby wird ihn lieben. Es ist Snackzeit. Es gibt Pizza, Kuchen, Fisch und Milch. Aber was wollen die Babys? Es scheint, als wollten sie alle etwas anderes. Sieht so aus, als müsste Mama Puppe alles aufessen. Was wird sie jetzt tun? Lass uns zuerst das ganze Essen vorbereiten. Warte mal, ein Mixer? Oh je, sie wird aus dem ganzen Essen einen Smoothie machen. Oh, vergiss den Fisch nicht. Warum fügst du nicht auch eine Banane hinzu, um den Geschmack zu verbessern? Und zum Schluss noch die Milch. Noch eine Prise Salz und schon kannst du mit dem Mixen beginnen. Der Geschmack wird interessant sein. Ich kann es kaum erwarten, diesen leckeren Smoothie zu probieren. Um ehrlich zu sein, sieht er genauso aus wie ein Erdbeersmoothie. Die Puppe scheint ihn zu mögen und die Babys auch. Was haben wir denn hier? Ein Smoothie? Das muss ein Fruchtsmoothie sein. Ich nehme ihn. Los geht's.
Ah, erfrischend. Igitt, so eklig. Die Puppe bekommt gerade ihr Kind. Huggy ist so nervös. Wird es der Puppe und den Babys gut gehen? Sie kommen raus. Schau dir unser Baby an. Unser süßer kleiner Regenbogen. Ist sie nicht süß? Was für ein Sonnenstrahl. Hier kommen die anderen vier kleinen Huggy-Wuggies. Warte, das sind auch unsere? Willkommen in der Welt da draußen, Babys. Moment mal, da sind noch mehr? Sollten es nicht nur fünf sein? Eigentlich sind es insgesamt 9 Babys. Armer Huggy. Ihr seid dabei, einen sehr chaotischen Haushalt zu führen. Zu viel. Es wird explodieren. Und schon ist die Explosion los. Was für eine Fontänenshow. Willkommen zur Enid vs. Wednesday Essence Challenge. Schau weiter zu. Wednesdays Augen sehen anders aus. Oh je, hat sie gerade ihre Augäpfel ausgespuckt? Wie gruselig. Wednesday, schau dir diesen Augapfel auf dem Teller an. Das ist so gruselig. Das ist nur ein Bonbon. Sieh dir das an. Yum. Ach du meine Güte. Lass mich mal versuchen. Au, ich kann es nicht mit meinen Stäbchen aufheben. So, jetzt geht's los. Ein fliegender Augapfel. Pass auf, Mario. Der Augengummi hat sich in einen Pilz verwandelt. Naja. Kommt dieser Pilz? Probier ihn einfach mal. Also gut. Huh. Warum wirst du größer? Der Pilz muss ein Power-Up gewesen sein. Hallo, winzig kleine Wednesday. Ich will meinen zuerst öffnen. Ein Gummibärchen. Es ist so riesig. Was ist mit deinem? Ich kann es selbst machen. Das gleiche, nur schwarz natürlich. Am liebsten würde ich es ruinieren, bevor ich es esse. Einfach so. Sie muss wirklich hungrig sein. Wie bitte? Ich kann größere Bissen vertragen. Das ist so viel! Ich bin krank! Warte mal, irgendetwas passiert mit dem Mädchen. Sie werden doch wohl nicht besessen sein. Sie haben sich in Barbie-Puppen verwandelt. Hörst du das? Mutter Natur ruft. Zu viel Gummibärchen. Sie müssen schnell auf die Toilette. Ich habe es geschafft. Was für eine Erleichterung. Hier kommen die Streusel. Ah, Gott sei Dank bin ich hier. Und schon ist die dunkle Schokolade los. Die Mädchen sind wieder zu Menschen geworden. Huch. Privatsphäre. Okay, das ist schon besser. Ich will in diesen Schokoladenschleim eintauchen. Du spielst mit deiner Kacke. Ich hatte recht, es ist Schokolade. Ich will mehr davon. Ich glaube, ich muss kotzen. Was ist mit dir los? Sie ist so zimperlich. Ich werde zuerst loslegen. Eine große rosa Chilischote? Das ist so gruselig. Ich liebe Chilischoten. Ich hoffe, ich bekomme das Gleiche. Ein großes M&M? Das muss ein Irrtum sein. Igitt, nicht lecker. Aber hey, ich nehme jede Ausrede, um Dinge zu zerschlagen. Warte mal, in den M&Ms ist etwas drin. Schwarze Chili-Paprika. Ich hab Glück. Das sieht köstlich aus. Oh ja, das Brennen auf meiner Zunge fühlt sich toll an. Wednesday spuckt Feuer wie ein Drache. Nimm dich in Acht. Okay, ich habe mir etwas gewünscht. Darf ich mir noch etwas wünschen? Sofort gebratenes Hütchen. Das war befriedigend. Entschuldigt mich. Ich bin jetzt voll. Huh?
Es könnte zu scharf sein, okay? Ich muss es mit Wasser servieren. Oh, es ist nicht würzig. Es ist sogar richtig süß. Ich liebe es. Yum. Es hat eine Himbeerfüllung. Was guckst du so? Du hast etwas im Gesicht. Hau ab! Ja, hey, ganz ruhig, Wachhund. Ein Lolli? Das ist langweilig. Das ist aufregend. OMG, ich habe einen riesigen rosa Lutscher bekommen. Ist da Kissy Missy drin? Wo ist meine Kissy Missy? Komm schon, komm raus. Au, ich hätte mir fast den Zahn abgebrochen. Versuch's noch einmal. Oh, oh. Lecker? Hä? Huh? Sie hat nicht nur einen, sondern gleich drei Zähne verloren. Du siehst hässlich aus. Wie kannst du es wagen? Ich muss etwas dagegen tun. Lass mich nur, ich hab's. Wednesdays Zahnersatz. Jetzt muss ich meine Zähne ersetzen. Wer von euch dreien? Ah ja, Huggy Wuggy. Ich könnte diese scharfen Zähne gebrauchen. Was hat Wednesday nur vor? Diese Operation wird schnell gehen. Der arme Huggy Wuggy hat all seine Zähne verloren. Jetzt gehören sie mir. Ich werde meine Zähne durch Huggy Wuggys scharfe Zähne ersetzen. Einen hier oben und einen hier unten. Passt perfekt. Ich habe eine Idee. Ich werde den Lutscher mit einer Bohrmaschine zum Drehen bringen, damit ich ihn endlos lecken kann. Wow, er verbrennt, weil er sich zu schnell dreht. Das ist krank. Möchte jemand einen gebratenen Lolli? Oh oh, dieses Mädchen ist Feuer und Flamme. Soll ich helfen? Gerne. Kopf hoch. Ah! Oh Gott, ich bin gerettet. Alles gut? Kinderleicht. Ich glaube, mein Lolli ist gerade zur Asche geworden. Oh, eine schwarze und eine rosa Coca-Cola. Meine braucht den extra Geschmack von dunklem Honig. So wird meine Coca-Cola besser schmecken. Was jetzt? Ich muss mich dafür angemessen kleiden. Ich werde diese Coca-Cola einfrieren wie ein Eisblock. Mir ist so kalt. Es ist schon eiskalt hier. Hat Wednesday Elsas Kräfte bekommen? Geschafft. Bist du fertig? Sie hat sich in ein Coca-Cola-Gelee verwandelt. So macht es noch viel mehr Spaß. Das sieht köstlich aus. Kann ich ein bisschen haben? Das geht nicht. Du hast deine eigene Coca-Cola. Das ist alles meins. Eifersüchtig? Wie auch immer, ich werde auch allein Spaß haben. Ich habe hier einen Haufen Mentos. Und ich werde sie an Mr. Flamingo verfüttern. Mach auf! Eins, zwei, drei! Friss auf! Das muss die schnellste Verdauung sein, die ich je gesehen habe. Schau, er kackt schon alles aus. Jetzt können wir es mit der Coca-Cola mischen. Mentos und Coca-Cola? Das kann ja heiter werden. Oh oh, Mentos gemischt mit Coca-Cola, das ist nicht gut. Und schon ist die Explosion los. Was für eine Fontänenshow. Das ist eine einfache Art, ein Marshmallow-Kostüm zu machen. Schauen wir mal. Das ist eine sehr große Brombeere. Wahnsinn! Mach deine auf. So, jetzt geht's los. So viele Erdbeeren. Ich war eine große wie die von Wednesday. Ich weiß, wie ich meine Erdbeeren besser machen kann. Ich werde sie mit Erdbeerfondue überziehen. Süß. Ha? Das Fondue von Wednesday ist auch mit einem Fußbad ausgestattet. Du kannst dir keine Gedanken über Hygiene machen, wenn du hungrig bist. Es schmeckt fantastisch. Meins fühlt sich immer noch langweilig an. Ich weiß, ich werde eine Spritze benutzen, um das ganze Erdbeerfondue aufzusammeln. Dann spritze ich es in die Erdbeere, damit sie riesig wird.
Sie ist größer, als ich es erwartet habe. Was ist das? Sophia, sie wird explodieren. Es regnet Erdbeeren. Ich werde sie alle auffangen. Wow, das war ein ganz schöner Brocken. Ha? Huh? Die Beere war gut, aber ich bin immer noch hungrig. Aha, Schokoladengabel. Hat sie gerade die Gabel gegessen? Immer noch hungrig. Eiskaltes Händchen, komm her. Bitte friss mich nicht. Ich bin keine Schokolade. Hilfe, lass nicht zu, dass sie mich frisst. Ein schwarzer Burger und ein pinker Burger. Der Burger ist so riesig, dass ich eine Axt brauchen werde. Ja. Schwarzes Ketchup und Ungeziefer? Genauso wie ich es mag. Es ist ziemlich schwer, aber ich freue mich schon drauf, es zu essen. Ich mag es nicht, ihn nicht glücklich zu sehen. Eiskaltes Händchen, tu etwas für mich. Oh oh, was hat Wednesday vor? Schau dir diesen Wurm an. Enid könnte ein bisschen Knusprigkeit auf ihrem Burger gebrauchen. Das Ding kommt als Ablenkung. Oh, du. Du bist so ein Flirt. Das ist meine Chance. Ein Wurm ist nicht genug. Es muss eine Party werden. Ich werde sie einfach unter Enids Burger Patty verstecken. Hoppla, Kuckuck. Tschüss, eiskaltes Händchen, mach's gut. Okay, wo war ich? Njam. Huh? Sind das Würmer? Ah! Ihre Schreie sind Musik in meinen Ohren. Wenn sie die Würmer nicht will, nehme ich sie mit.